Hey Leute, willkommen zurück zu Blue Dragon. Wir sind hier in der fliegenden Festung von Nene und haben im letzten Part schon einen der 6 ewigen Antriebe zerstört oder zumindest ausgeschaltet. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu den weiteren ewigen Antrieben und kämpfen uns hier schön durch die Festung, killen die ganzen Robotypis. Was ist das denn? Maschinengewehrkrebs. Ach, scheiß auf den. Alter, was geht hier ab? Alter, was sind hier alles für Monster? Die will ich alle bekämpfen. Attacke! Jetzt wird's fett, Alter. Ein fetter Dreierkampf, Leute. Ich wünsche uns allen viel Spaß dabei. Die machen schon wieder Fleck. Ja. Nee, doch nicht. Betäubungsangriff. Oh, voll lehm, wie fies. Wasserdicht machen. Nein, tut es nicht. Fies. Ja gut, dann machen wir einfach Schwert des Feuers, dann müsste er ja nicht mehr wasserdicht sein, ne? Dann muss ich dann extra Wasser einsetzen, dass... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber egal, wir setzen einfach mal Schwarzmagie. Erde ein. Und ich glaube, wir machen mal Lehmen heilen. Geil. Jetzt hören wir auf, hier zu betäuben. Down. Zack, ausweichen, Sturz. Haha. Jetzt kämpfen wir gegen die ganzen Krebse. Rumsen. Ja, bei Zola kommt es wirklich bald, dass wir mit ihr dann halt auch wegen der Henkerklasse die hintere Reihe einfach so angreifen können. Das wird cool. So, Klugi macht wieder Erdi. Das wird schon irgendwie reinhauen. Nicht, ja doch, wasserdicht machen kannst du immer. Oder sagen, was, nicht wasserdicht? Aber das stört mich ja jetzt nicht. Ja, an sich brauche ich Giro jetzt nicht. Einfach Angriff. Zack. 6 Schaden, wow. Erde! Rums! Sieg! Und das nächste, letzte Team. Magieverteidigung. Attacke! Niederman! Niederman! Scheiße. Voll ausgerastet. Und Erde! Machen wir so. Sollten 3 schon tot sein. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Dann hoffen wir mal, dass er besiegt wird. Ansonsten ist Schuhe auch nochmal dran. Mal sehen. Sieg. Geil. Zack. Soul Island plündern. Geil. Plündern müsste, glaube ich, sogar einfach immer stehlen beim Angriff sein. Stehe einen Gegenstand an. Ja! Geil! Müssen wir die wieder stehlen ersetzen und plündern einfach gleich alles. So, da sind noch 2 Schätze. Hier ist sonst keiner. Hier geht's aber lang. Und hier ist uns alles zu. Gibt es jetzt echt nur noch diesen einen Weg im Moment? Ich bin einfach defekter ewiger Antrieb, okay? Ich bin einfach alles gerade hinterher rennt. Müsste ich eigentlich mal gucken, ob ich die besiegen könnte hier. Wow. Ach, wow. Ach, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Gehen wir einfach hier lang, Leute. So, hier müsste dann auch der nächste ewige Antrieb sein. Kontrollpunkt? Oh nein. Ruhiger Kuh. Ein Eindringling? Man nennt mich... Ruhiger Kuh. Mein Stil, meine Technik. Ihr werdet sterben. Und der Kampf beginnt, Freunde. Lasst uns kämpfen. Attacke und plündern. Nicht bekommen. Alter, Mann. Schwert des Schattens und so. Attacke.
Oh, Alter, wie stark ist der Typ? Feuer 2 in sein Face. Dann wird er so richtig sterben, denn er ist ein kleiner Typ. Schwert des Feuers 2! Feuerfehl an. Weniger Kraft, geil! Und Feuer 2 greift jetzt an. Yeah, schön viel Damage. Bum-bum. Machen wir einfach... Oh, Glanz 2. Machen wir einfach C4. This is the beginning. Zack! Und magisches Schwert, Schwert des Feuers! Schnellschussmodus, nein! Gleich kommt Maschinengewehr. Schwert des Feuers! Attacke! Yeah, Kriegertreffer! Okay. Schwert des Feuers 2! Attacke! Der wird so sterben! Aber er hat ganz schön viel Energie. Mehrfachschuss, oh nein! Boah! Aber ich hätte jetzt gedacht, da kommt was Härteres auf mich zu. Machen wir mal Wind! Also Wind 2. Wie viel Energie hat denn der Typ? Showing you what you can see. Stirb, ruhiger Kuh! Wie viel Energie der Typ hat. Das ist tatsächlich immer wieder voll crazy. Einfach Angriff. Aua! So ein Arsch! Feuer 2! Ja, gewonnen! Zack! Neue Stufe für ein paar Leute. Ach, wie schön! Spielbar! Okay, hier ist die Barriere. Hier geht's jetzt noch lang. Da wird es wohl irgendwie einen Schatz geben. Ja. Dann gehen wir in die Mitte, machen den Antrieb kaputt und dann kommen wir rechts lang. Sehr schön. Uralter Fehler. Ja, hier ist noch ein bisschen was zu tun. Zack. Aber hier sind irgendwie nur 4 Antriebe, wa? Wo sind die anderen 2, die letzten 2? So, der Antrieb von Station 2 wurde nun auch ausgeschaltet. Geil! Schon können wir hier lang. Direkt wieder ein Kontrollpunkt. Der nächste Boss. Oh, Schlitzi. Der furiose Mai. Ihr seid also diejenigen, von denen Meister Zabo gesprochen hat. Man nennt mich furioser Mai. Und ich bin wild wie der Wind. Dank euch bin ich jetzt wieder frei. Als Zeichen meiner Dankbarkeit will ich euch zeigen, was echte Angst ist. Alter Mann, Feuer in deine olle hässliche Fresse. Tatsache! Hat der Typ auch eine Schwäche? Finden wir sie heraus. Rasengan! Level 2. Und Megageschwindigkeit. Geil. Angriff, aber aufladen.
Zack. Turbulenz. What the fuck? Was geht hier vor? Du hast unsere Formation aufgebrochen. Ich bin beeindruckt. Einfach mal umgetauscht. Alter, krass. Krasser Typ. Was denn Schwert des Wassers, ne? Bist du schwach gegen Wasser, hä? Bringst du dich aus dem Konzept? Nö. Nö, einfach nö. Zauber, Weichmagie. Wiederbeleben. Schwert, Schattenschwert, ja. Einfach mal gucken. Das bringt alle nichts. Jetzt bin ich aber sauer. Erde! Trifft nicht mal Scheiße. Und Giro ist gleich down. Okay, jetzt ist wieder gut. Aber der Typ ist schon powerfuler irgendwie, ne? Weil er macht immer mit ihm Schlag und alles tot. Man müsste irgendwie meinen, die Steine schleißen seine oder machen seine Klingen stumpf, aber nö. Das klappt so nicht. Wie sieht es aus mit dem Schwert des Glanzes? Hm? Was ist das denn für eine Sau? Schwarzmagie! Wasser 2! Yeah! Mega Wummer! So, mit Giro müssen wir jetzt definitiv Giro heilen. Wo ist das? So, heilen 2. Haben wir nicht. Was ist das denn nochmal? Achso, regenerieren, genau. Erstmal heilen 2. Zack. Da müssen wir wesentlich aufladen. So, jetzt bräuchte ich irgendwie halt dieses Ding von wegen Abbruch. Aber das, die wird jetzt nicht. Feuerschwert! Wumms! Boah! Was ist das für ein krasser Typ, Mann? Scheiße. Nicht voll aufgeladen. So, alle heilen, dann sind sie wenigstens nicht am Sterben. Zack! Und Schwert des Winds, Rasengan! Double Rasengan, Alter. Ja, er ist down. Oh, Scheiße. Oh. Sieg und Zolas. Ja, Zola kann erstmal schon was lernen. Alles Könner. Und machen wir Beschützer machen. Ne, Mönch. Machen wir Mönch. Weißmagie Level 5, geil! Schwarzmagie Level 4, geil! War cool. So, hier ist nichts. Hier ist wieder nur der Antrieb. Ja. An sich ist jetzt echt. Ja, das war. Dieser Abschnitt wurde sehr stark verkürzt zum nächsten Antrieb. Naja, soll mich nicht stören. So, zack und ausmachen. Auf zum nächsten. Zack, wieder einmal geht eine Laserbarriere aus. Jetzt können wir hier lang. So, da ist zu. Jetzt müssen wir hier lang, okay. Doch wieder ein bisschen mehr Weg. Okay, als nächstes geht es da lang. Hier wird irgendein Raum sein von wegen, ja, hier gibt es Zeug zum Sammeln, Schätze oder so. Und links geht es dann weiter zum Antrieb. Oh, Hallöchen, ihr Monstergeister, was? Ihr Monster-Typis. Stirb! Schlafpulver, cool. Pura Angriff, oh nein! Wie beim Zahnarzt so. Wzzz.
Die gehen aber ab, ey. Zack! Geil, Konter. Ich liebe Konters. Ja, mach ruhig hier wasserdicht. Ich werde eh mit Schuh niedermähen und mit Giro werde ich... Keine Ahnung, muss ich gucken. Und mit Klug werde ich eh Erde einsetzen und Konter. Niedermähen! Rums! So, mit Giro mache ich einfach nichts. Angriff! Und mit Klug dann richtig geil Erde. Zack, Alter, perfekter Treffer. Kann man nochmal schön niedermähen mit Maro. Na, ein bisschen zu viel. Ja, mit Zola muss ich unbedingt niedermähen erlernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sie ist irgendwie immer als erstes jetzt dran. Ja, MP heilen, das ist sehr gut. Und ja, direkt niedermähen reingeballert. Geil. Und das mit der magischen Kraft ist richtig gut. Guck mal, Alter, Klug und Giro hat über 200 MP. Das wird mir gleich sehr, sehr helfen. Ne, warte mal, die hier, die sind, glaube ich, ein bisschen stärker. Oh, doch nicht. Schon gut. Aber dann kann ich jetzt Wasser 2 einsetzen und die sind definitiv tot. Das ist cool. Wasser 2! Geil! Super, was haben wir hier? Wieder ein Raum mit einer Kiste hoffentlich? Ja! Sehr schön! Ohrring aus Supermetall, was? Ein Ohrring aus Supermetall? Wer hat denn am wenigsten M-Abwehr? Oh, Maro. Ohrring. Ja, das ist ganz nice. Aber für ihn irgendwas besser wird? Nicht wirklich. Für Zola? Ne, Zola sowieso hier Ohrring aus Gibral. Das sind doch ein bisschen heftiger als das, was die anderen tragen. Hier noch irgendwas? Ja, noch ein Schatz. Tricks für Diebe, cool. Das ist, glaube ich, einfach auch nur ein Item, das setzt man ein, um dann Sachen zu klauen. Naja, okay, hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Ne, von hier komme ich doch, oder? Ach nee, halt, klar. Genau, von da komme ich. Und hier muss ich jetzt lang. Was ist los mit dir, Blackie? Ja, gegen dich will ich jetzt nicht kämpfen. Oha. 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 Praktischen Raum. Der abge... Ja, also hier ist Ende Melände. Aber hier kann man speichern und vor allem kann man sich hier heilen. Ultramedikament. Mega-Zaubertrank und... Schattenkristall. Sehr cool, finde ich gut. So, hier müssen wir echt alle heilen können. Geil. Ja, dann speichern wir noch einmal zur Sicherheit und dann gehen wir in den nächsten Raum, wo wieder ein Boss kommen wird wahrscheinlich. Den machen wir noch, aber dann wird der Part schon leider vorbei sein. Mann, wie schnell die Zeit schon wieder vergeht, wa, Freunde? Das ist schon ziemlich krass. So, Kontrollpunkt. Doch kein Kontrollpunkt, was? Okay, und hier ist nur so ein Typ. Attacke! Doppelachs nennt sich das Monster, also okay. Na gut, einfach nur ein Kampf gegen ein paar Monster. Das sollten wir noch hinbekommen. Oh nein, falsch. Ich wollte ihn in der Mitte angreifen. Der wird sicherlich am meisten aushalten. Naja. So, schön Erdezauber. Machen wir so. Sicher, sicher. So, dann machen wir hier Wasser. Attacke! Geil, und nur noch einer lebt. Weil ich nicht weiß, was seine Schwäche ist, greife ich einfach so an. Stopp! Überschallknall, was? Ich glaube, es gibt auch einen Skill beim Henker, der die Angriffe zu Doppelangriffen macht. Bin mir gerade aber nicht mehr sicher. Eigentlich müsste er doch langsam hier down gehen, oder? Hält ganz schön gut was aus. Stopp! Scheiße. Hätte ich mal doch einfach mit Skills angegriffen. Ah, nein, jetzt gibt's doch Maul. Ach nee, doch nicht. Moment mal, doch!
Ah! Alle leben noch gut. Attacke! Down! So muss das sein. Ja, liebe Freunde. Aber lassen wir das. Ich werde zur Sicherheit einfach mal noch vorm nächsten Part einmal hier schnell nochmal alle aufladen. Und dann gehen wir los, um den vierten Antrieb zu, ja nicht zerstören, aber auch nie auszuschalten, ne? Also dann bis zum nächsten Part, liebe Leute. Wir sehen uns. Tschüssi!